David Beckham. Jetzt auf der linken Seite. Ist viel unterwegs auf dem Feld. Aber noch hat Manchester United sein Spiel nicht gefunden. Sie suchen noch nach dem richtigen Gang. York Sheringham, klasse gespielt auf Paul Scholes. Und da ist das Tor. Aus dem Nichts. Die Führung für den Favoriten durch Paul Scholes. Fünftes Tor in der Champions League in dieser Saison. Und was für ein brillanter Angriff von Manchester United. Da war die ganze Klasse dieser Mannschaft zu sehen. Schauen wir doch mal hin. York mit dem Anspiel auf Sheringham. Der lässt durchlaufen mit der Hacke auf Paul Scholes. Und klasse gemacht auch vom kleinen Mittelfeldspieler gegen Sidorchuk, der da keine Chance hatte, diesen Ball abzuwehren. Fantastisch gespielt, schön anzuschauen. Und jetzt läuft doch wieder alles so, wie man sich das hier eigentlich gedacht hat. Aber in Graz natürlich nicht gewünscht hat. Und Scholes dann auch noch den entscheidenden Schritt schneller als Minavand. Also Führung für Manchester United. Ganz offensichtlich ist da wohl ein kleiner Schreibfehler drin. Frau heißt Victoria, anscheinend ist da ein Haar auf seinem Arm, lässt sich, glaube ich, relativ schwer korrigieren. Eine der vielen netten Geschichten um David Beckham. Zurück zum Spiel. Rhein-Meier. Schon wieder wird Handspiel reklamiert. Wieder war es Irwin. Beckham, sehr, sehr schöner Seitenwechsel auf York. 3 gegen 3. Giggs geht links. Brian Giggs. Und er macht das selbst. 2:0. Das war's. Manchester United hat sich viel Zeit dafür gelassen. Ja, alle sind Form. Sturm Graz hat es eben noch mal versucht. Sehr, sehr offensiv gespielt. Alles riskiert. Und dann waren hinten einfach zu wenige. Und da spielt Manchester United einfach klasse. Überlaufen von Giggs. In der Mitte keiner frei. Sucht er sich das kurze Eck raus. 0:2. Der Favorit setzt sich durch. Aber Sturm Graz hat sich achtbar geschlagen. Zumindest in der zweiten Hälfte auch selbst ein bisschen mehr fürs Spiel getan. Nochmal das erste Champions League-Tor dieser Saison für Ryan Giggs. Klasse vorbereitet